Der Bachelor kommt. In weniger als 3 Wochen geht es endlich los. Die Kuppelshow erobert wieder die TV-Bildschirme. Doch was erwartet den Neuen? Jan Kralitschka muss es wissen. Er ist 2013 der Rosenkavalier. Das ist eine Sache, wenn jemand noch nicht so zu sich gefunden hat, das kann relativ übel für den sein dann. Wie man selbst ist, ob man zum Beispiel insbesondere mit dem kritischen Medienecho umgehen kann. Oha, für den Jan ist's wohl doch eher anstrengend. Paul Janke, der Sunnyboy-Bachelor aus dem Jahr 2012, hat da aber ganz andere Erinnerungen. Bachelor war natürlich eine super aufregende Zeit und auch eine tolle Zeit, weil man super viele Sachen erlebt hat und mitgemacht hat. Unabhängig jetzt von den 20 Frauen ist natürlich ein netter Beigeschmack, klar. Apropos Frauen, die scheinen vom Bachelor 2014 nicht so viel zu erwarten. Das Problem ist, die vernünftigen Männer machen sowas ja nicht. Also würden sich da halt nicht hinstellen, ne? Ich verstehe es zum Teil auch, wenn man sagt, okay, irgendwie ich nehme die Kohle mit, ja, irgendwie. Und ein bisschen Push fürs Ego, mal Rosen verteilen und so. Aber ganz ehrlich, nee, also hätte ich auch keinen Bock drauf auf so einen Mann. Ach, Wanda, ganz schön kritische Worte. Die 22 Damen, die in diesem Jahr um das Herz des Charmeurs buhlen, sehen das sicherlich ganz anders. Ohlala, was geht denn da? Charlize Theron und Sean Penn sollen auf Wolke 7 schweben. Dieses Foto könnte ein erster Beweis sein. Auf weitere kann man allerdings vergebens warten. Charlize, are you and Sean Penn going out? Dating? Is it serious? Are you gonna get married? Tja, ja, die hübsche Schauspielerin genießt und schweigt. Klar ist nur, die Hollywood-Stars verbringen tolle Tage auf Hawaii und genießen die gemeinsame Auszeit. Liebe oder doch nur Freundschaft? Wir fänden ein Liebesgeständnis wirklich Oscar-verdächtig. Verurteilt. Oh je, für den amtierenden Dschungelkönig Joey Heindle startet das neue Jahr nicht ganz so optimal. Sein Ex-Manager Helmut Werner will 140.000 Euro von ihm. Der Grund? Joey unterschreibt 2012 einen Vertrag bei Werners Management, löst diesen aber nach wenigen Wochen wieder auf. Vom Dschungelerfolg will der Helmut trotzdem etwas abhaben. Es folgt ein Gerichtsstreit. Ich find's einfach kacke, dass die Leute sich dann jemanden vergreifen, der noch nicht so die große Erfahrung hatte. Jetzt mittlerweile habe ich ja die Erfahrung, so vom Medienleben und bla bla bla. Aber ich hatte ja früher noch nicht. Und dann sind es so wie Geier, schlagen sich auf dich, beuten dich aus, ziehen die Kohle dir aus die Nase. Das ist einfach scheiße. Tja, lieber Joey, knapp 5000 Euro musste nun trotzdem an den Geier, Helmut zahlen, entscheidet das Gericht. Doch aus Fehlern lernt man ja. Und als echter Medienprofi wird dir so etwas ja nicht nochmal passieren. Wie süß ist das denn bitte? Jennifer Hudson lässt sich nicht lumpen und schenkt ihrem persönlichen Assistenten Walter mal eben ein Haus zu Weihnachten. Seine Reaktion? Seht selbst. Wow, da will man ja gleich mitkreischen. Aber mal ehrlich, gut gemacht, Jennifer.